So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit dem Abarth weiter. Und zwar immer noch mit der Thematik Front, Versteifung und so weiter. Und ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen waren wir bei Nils, der den kompletten Rahmen für Pauls GTR baut. Noch seht ihr ihn nicht, aber vielleicht kommen wir gleich nochmal was drauf zu sprechen. Aber es hat sich auf jeden Fall jede Menge getan. Ja, fast fertig. Sieht jetzt fast nach einem Auto ohne Karosse aus, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir eigentlich vorhaben. So, seitdem er hier war, ging mir natürlich das Ganze nicht mehr aus dem Kopf und ich habe mir gesagt, ich brauche irgendwo an diesem Auto gebogene Rohre. Ein Glück haben wir nicht komplett zerflext und haben gleich den ganzen Rahmen reingemacht, das hätte den Rahmen gesprengt. Aber wir haben ja angefangen mit unserer Strebe hier unter der Schussstange. Was ein Wortspiel. welche wirklich perfekt gepasst hat. Ja. Also das hat wirklich perfekt gefruchtet. Das haben wir euch schon ein paar Mal ja gezeigt, die Strebe vorne im Schlossträger, wo jetzt Ladeluftkühler und so weiter dran hängt. Dazu habe ich ja diesen kompletten unteren Rahmen weggemacht. Und jetzt ist das letzte Problem, dass ich gerne den eigentlichen Achskörper noch irgendwie ein bisschen versteifen würde. Mhm. So, die Abarth sind nämlich bekannt dafür, ab 300 PS sollen die schlecht fahren. Woran das jetzt liegt, weiß man nicht, werden wir später wissen. Ob das was mit Querlenkern wie auch immer zu tun hat oder ob der Achskörper zu weich ist. Ich wollte aber ganz gerne irgendwie hier so ein bisschen Steifigkeit reinbringen. Ich hatte bisher verbaut diese Strebe, die war hier einfach so drunter. So richtig wie in alten Zeiten eine Domstrebe halt, ne? Die einfach Querlenkeraufnahme mit Querlenkeraufnahme verbinden sollte. Und einfach, ich sag jetzt mal, wenn wir mit warmen Slicks auf den Körper ballern, der ganze Achskörper zumindest in sich steif ist. Er wird davon trotzdem noch in sich in dem Auto bewegen können, aber immerhin nicht mehr aufgeben. Stabiler, ja. So, wobei das auch ziemlich primitiv gebaut war hier. Das ist eigentlich nur ein normales Vierkantprofil gewesen. Zusammengedrückt, zwei Hülsen dran, fertig. So wie in Golf 1 Zeiten. So, dann haben wir die gebogenen Rohre gesehen und ich habe mir überlegt, da kann man bestimmt auch irgendwas Krasses bauen. Ja. So, zusätzlich hat der Abarth, da haben wir ja schon mal drüber diskutiert, für ausländische Modelle hier noch die Verschraubung im Querlenker. Ja, und jetzt war die Überlegung, ob wir nicht irgendwie ein Rahmenstrebe, wie auch immer, gebaut kriegen, die diesen ganzen Vorderwagen einfach nochmal stabiler wieder. Natürlich wird das am Ende schwerer werden. Leichter wird es auf jeden Fall nicht werden. Aber ich glaube, an der Stelle sollte man dann lieber rechtzeitig mit anfangen, sowas stabil zu bauen, bevor es am Ende halt zu spät ist. Ne? Aber ist es nicht für einen Frontantrieb sowieso besser, ein bisschen mehr Gewicht vorne auf der Frontachse zu haben? Ja, das, was du bisher gelernt hast mit Viertelmeile, halbe Meile geradeaus fahren, ja. Okay. So, auf der Rennstrecke sagt man schon eher tendenziell, meinem Frontantrieb möglichst viel Gewicht eher nach hinten. Okay. So, weil du halt auch, also Gewicht, das du eh im Fahrzeug haben musst. Wenn du es rausschmeißen kannst, ist es immer besser, kein Gewicht mit zu haben, ne? Aber das Gewicht wie eine Batterie oder so, dann beim Frontantrieb lieber auf die hinteren Räder, um halt auf die hinteren Räder auch ein bisschen Gewicht in den Kurven zu verteilen, weil halt das Rad nur eine gewisse Menge an Kraft übertragen kann. Okay. So, ist jetzt aber an der Stelle Gewicht am tiefsten Punkt an der Vorderachse, ist jetzt nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall erstmal vernachlässigbar dafür, dass das Auto dann einfach sicher fährt. Ne? Man bringt ja auch nichts, dass du gegen Körb fährst und das Auto jedes Mal so. Du musst ja auf Rundstrecke auch gucken, dass das Auto leicht bleibt, weil du das ganze Gewicht ja auch bewegen musst. Ja. Viel Gewicht in der Kurve, das finde ich vom Truck Racing ein bisschen unterschiedlicher. Ne? Ja, ja. Habt ihr mal Truck Racing betrieben? Oder? Nee, Drag Racing. Ach, Drag Racing. Ah, ich dachte gerade, Truck Racing. Ja, klar. Beim Drag Racing, da ist es nochmal, da ist es nicht ganz so, aber gerade bei diesem kleinen, leichten Auto. Jetzt haben wir da so vorgelegt mit Gewicht. Ja, erzähl mal, Nils, was würdest du machen? Was würdest du vorschlagen? Ja, erstmal müssen wir diese Blechklammer hier stabilisieren. Hier waren ja die alten Streben drin nach vorne. Das ist noch sehr labbrig hier. Hier müssen zwei Buchsen rein, wo da eine Schraube durchkommt. Das passiert hier und auf dieser Seite. Mhm. Dann hast du ja schon gesagt, hier oben ist eine Anbindung, original. Da werden wir das hier runterführen, damit hier Stabilität herrscht, weil das hier vorne wie eine Gabel ist. Und bei 300 PS, denke ich mal, macht das schon Sinn. Was halt krass ist bei dem Auto, sorry, wenn ich dich unterbreche, es fehlt halt eigentlich komplett vorne eine Drehmomentstütze. Ne? Man kennt das ja schon bei vielen Autos, dass vorne irgendwie noch mal was dran ist. Der hat das Ganze halt nur hinten. Und wenn man hier so von der Seite reinfilmt, sieht man auch eigentlich, dass die komplette Achse nur nach hinten hin aufgehangen ist. Und eigentlich in der Motormitte, also der hängt eigentlich komplett vor der Achse. Er liegt natürlich auch oben auf den Längsträgern. Aber trotzdem, die Achse ist eigentlich wirklich nur hinter das Rad. Musst du dran gehen. hängt eigentlich nur hinter dem Rad. Okay, so, also du sagst einmal die Aufnahme auf jeden Fall nutzen. Ja,
die Aufnahme nutzen. Also wir machen mehrere einzelne Punkte, die das am Ende dann ein bisschen stabiler machen. Es wird auch eine Querschräge geben hier vorne, die das miteinander verbindet. Wir fangen aber erstmal an mit diesen Buchsen, dieser Strebe, die hier hoch geht, links und rechts, und dann soll noch eine nach vorne gehen, die quasi den Stoßstangenträger und die Crashbox vorne miteinander verbindet, damit das aufhört zu schwingen oder nicht so doll schwingen. Ja. Das heißt, die an den Längsträger geht, richtig? Genau, an den Längsträger. Halte ich auch auf jeden Fall für wichtig, weil ja auch an der Stelle oben der Motor theoretisch drauf sitzt. Ne? Ja, das ist kann man ja jetzt schwer reinfilmen, aber wenn man von unten hier so reinfilmt, da hinten oben drauf sitzt der Motor auf dem Längsträger, richtig. Okay, und dann am Ende noch irgendwie eine Querverbindung herstellen. Ja, ob die hier oder weiter vorne ist, das wissen wir noch nicht. Da könnte ich mir halt... Ja, hier ist halt das Problem, wie du schon gesagt hast, mit der Schelle und dem Originalauspuff. Oder ja, mit dem anderen Auspuff. Wir haben jetzt natürlich genau da eine V1-Schelle gesetzt, weil wir gerne diesen vorderen Bogen noch rausnehmen wollten. Falls man doch mal rennsportmäßig Bläulager gucken muss und so weiter, ist es ja schön ganz cool, wenn man die Ölwanne abnehmen kann. Ne? Auf jeden Fall. Ja, das heißt, ich stelle es mir schon alles ziemlich eng vor. Weil wenn man hier so guckt, wenn wir natürlich nach vorne raus, ist kein Problem. Aber hier so drunter, ich glaube... Ja, hier unten wird schwierig werden, das so zu bauen, dass das passt und nicht auf den Boden schleift. Ja, Okay, was für Material? Chromo. Wir nehmen wieder Chromoly. Müssen mal gucken, welche Wandstärke zwischen 1,6 und 2 mm. Müssen mal sehen, je nachdem, was da passieren soll. Kann man sagen, wenn wir jetzt von 1,5 auf 2 mm gehen, dass das Rohr auch passend zur Wandstärke stabiler wird? Das wird dann auch stabiler. Ist auch definitiv so. Ja. Also mit den 2,1 mm, das ist ja hier auch für die Überrollbügel vorgeschrieben. Damit kannst du so ziemlich viel anstellen. Okay. Wird natürlich auch passend dazu wieder schwerer, ne? Ja. Da muss nicht so viel Farbe drauf. Okay, wir fassen auf jeden Fall zusammen. Ziel ist es einfach, diesen kompletten Achsträger, egal was passiert, in seiner Position zu halten. Das ist das Einfachste, was wir jetzt erstmal machen können, ohne die komplette Achse neu zu bauen. Ja. Das wäre natürlich nochmal ein anderer Punkt gewesen, dass man den ganzen Achskörper neu baut. Aber das würde für diese Saison auf jeden Fall erstmal den Rahmen sprengen. Und wir behelfen uns erstmal mit dem Hilfsrahmen, den man dann natürlich auch praktischerweise bei anderen Autos verbauen könnte. Ja. Also bei anderen Arbeits. Okay. Ja, es soll so gebaut werden, dass das auch eventuell an Serienautos passt. Ja. So, wenn alles gut läuft, dann sieht das Ganze so aus am Ende. Ja, Paul, ist schön geworden. Ich werde gleich mal Platz nehmen hier drin. Also sieht so nochmal viel, 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 viel krasser als beim letzten Mal aus, ne? Ja, es ist viel mehr Rohr dazugekommen. Also es ist an sich alles Sicherheit, außer hinten ist eigentlich nur dafür da, um die Federkräfte und die Drehmoment, sag ich mal, vom Motor aufzunehmen, von der Hinterachse. Weil der komplette Teil, der fehlt ja letztes Mal ja noch komplett, ne? Ja, das hier hinten ist eigentlich nur für Bremsfallschirm. Das hier alles ist dafür da, damit die Federkräfte im Chassis abgeleitet werden und damit die Achse auch da bleibt, wo sie hingehört. Das sind die Aufnahmen hier für den Stabi. Den habt ihr ja letztes Mal schon gesehen, der ist ja relativ dick. Wer berechnet sowas? Machst du das selber oder gibt es da Vorgaben? Es gibt Vorgaben, welches Rohr in welcher Wandstärke wohin muss, vor allem hier in der Fahrgastzelle. Alles nach hinten hinweg ist, müssen wir uns selber ausdenken. Und du sagst, das ist alles für den Bremsschirm? Genau, hier wird die Karosse hinten dran geklemmt und eigentlich ist hier hinten der Bremsschirm dran. Wenn das Ding 200, 300 fährt und der Fallschirm geht auf, dann zieht da schon ordentlich was dran. Das muss stabil sein, ansonsten reißt er das alles ab oder verbiegt es. Weiß man grob, wie stark die Kraft ist, die da hinten zieht? Müssen wir mal ausrechnen. Ich habe nämlich neulich mit Marius drüber gegrübelt. Wird in dem Moment ja Geschwindigkeit und Fläche des Schirms wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube nämlich auch, dass das ganz gut. Hat das eine bestimmte Höhe, wo der angreifen muss? Viele machen das hinten an der Hinterachse. Wir machen das hier. Es darf nicht zu weit oben sein, weil das sonst das Fahrzeug einfach abhebt. Das zieht der Fallschirm, also der Bremsschirm zieht das Auto nach oben. Und würde das Auto sich überschlagen. Das heißt, besser ist theoretisch sogar tiefer ranzugehen. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nicht so weit. Ich denke mal Mitte Auto. Ich nenne mal sowas Höhe hier. Weil ich habe bei ein paar Golf schon gehört, dass man eigentlich durch die Heckscheibe gehen müsste von der Höhe her. Weil der so hoch ja, dann dran ist. Ja, das ist aber Fronttriebler. Das funktioniert da anders. Aber wie gesagt, wenn das zu hoch ist, das hebt die Autos hoch. Das ist schon öfter mal passiert.
Weil wir müssen nämlich, ich glaube, Marius wollte nämlich bei sich auch noch einen an den Frontlieber dran machen. Aber okay. Also müssen wir besser nochmal drüber nachdenken, Marius, bevor wir da irgendwas ranflanschen. Ja, nee, sieht heftig aus. Die eigentliche Kraft, sagtest du schon, geht hier einfach über die Federn und natürlich hier über die Aufnahme. Genau. Im Grunde alles durch diese Aufnahmen hier. Hier kommt dieses Falling dran. Die ganze Vortriebskraft, das findet alles hier statt. Hier sind die Dämpfer dran. Alles hier ist quasi im Dreiecksverbund gebaut, wie eine Brücke. Mhm. Das stützt sich alles gegenseitig ab. Das heißt, jegliche Aufnahme hat immer noch mal eine Diagonale drin. Ja. Kommen jetzt noch zusätzliche Stäbe rein oder ist das jetzt wirklich final? Nee, hier hinten ist gar nichts mehr. Das ist fertig. Hier vorne kommen noch ein paar ganz kleine Streben rein, die fürs Reglement noch da sind. Ansonsten ist es eigentlich fertig. Ja, diese Fahrgastsicherheitszelle oder wie man sie auch nennen mag, ist halt wirklich. Also ich glaube, bis du dieses Geflecht hier, also bis da was passiert, da muss man schon richtig einrasten. Ne? Es ist dafür gedacht, den Fahrer zu schützen, das soll es machen. Also im Grunde braucht man es nicht, damit das Auto fährt, aber ja. Mit 300 Überschlag, da bleibt nicht viel von über. Aber weil es sind ja wirklich so viele Querverbindung auch, ne? Das heißt, egal wo man hier draufschlagen würde, das ist schon alles massiv, ne? Vor allem auch hier diese fetten Rohrdurchmesser. Ja. Welche Rohre waren 2,1 mm Wandstärke? Diese hier. Das. Alles, was hier im Fahrraum zu ist, das wird zur Mitte hin und zur gegenüberliegenden Seite teilweise ein bisschen weniger. Mhm. Nach vorne und nach hinten sowieso. Das heißt, Häuschen muss noch drauf. Ja. Das heißt, hier kommen dann überall noch so ein paar Halter. Ja, ich hatte mir gedacht, ich mache hier irgendwas rein und dann wird das durch den Holm unten festgeschraubt. Dann braucht man oben noch ein paar Sachen. Also wenn das Auto wirklich 300 oder noch schneller fährt, müssen da schon ein paar mehr Halter ran. Bei den Käfern reichen so 6 bis 10 Blechhalter. Ja. Ja. Selbst wenn das klappert, ist es nicht so schlimm, aber die sind auch bei Weitem nicht so schnell. Ne? Ja, hier muss richtig massiv. Okay, krass. Ja, nee, also das ist wirklich schon die Oberliga. Und diese ganze Konstruktion, so, das denkst du dir aber eigentlich alles aus, wo du jetzt gerne ein Rohr hinhättest. Für die Vorderachse, das haben wir uns selber ausgedacht. Das ist eigentlich abgeleitet vom Originalauto, nur alles ein bisschen filigraner und kleiner gemacht. Mhm. Wir haben uns vorne alles in eine Schablone gebaut, wo diese ganzen Sachen hingehören. Das ist tatsächlich so genau geworden, dass man, wenn man das jetzt hier, den Motor und Getriebe einbaut, eigentlich nicht mal mehr eine Achsermessung machen braucht. Das ist genauso wie vorher es im Auto auch war. Das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck der Sache. Ansonsten krass, hat man viel Probleme. Ja, ja. Ja, Federbeinaufnahme, Querlegger. Hier noch ein schönes Blechlein rein. Ja. Da sind auch alles Teile, die lässt du dann einmal schnell lasern. Nee, die fertigen wir selber an. Also richtig noch Schabone, ja. Kronbohrer. Tatsächlich diese Sachen, die lasse ich anfertigen. Mhm. Da habe ich auch immer einen ganzen Haufen von an Lager, diese ganzen Blechlaschen, die auch nachher für Sitzkonsolen oder die Karosseriehalterung oder was weiß ich, was da überall noch ankommt. Mhm. Da habe ich einen ganzen Haufen von hier liegen. Aber sowas, das gehört halt nur zu diesem Auto. Das brauchst du sonst für nichts anderes. Mhm. Wo seid ihr jetzt gewichtsmäßig hier? Weil es sieht schon schwer aus. So wie es da steht, wiegt das 140 Kilo. Da sind wir eigentlich ganz gut im Rennen. Für so viel Rohr, wie da drin ist. Ja. Ich hatte wirklich gedacht, es ist schwerer, aber es geht. Für so ein fettes Ding. Ja. Hat das hier mit zu tun? Pedalerie, Lenkung? Hier kommt noch die Pedalerie drauf. Da sind Einziehmuttern drin, in dem Blech, was da drin ist. Damit er die Pedalerie verstellen kann. Und das war natürlich hier im Weg. Ja. Ah, Pedalerie kann man sogar auch verschieben. Naja, nicht, die kannst du halt verschrauben. Das ist diese Tilten-Pedalerie und die kann man dann mit 4 Schrauben einfach hin und her stellen. Ja. Das gibt es auch zum Verstellen oder zum Verschieben, aber das. Wenn Paul da nur mit fährt, dann. Wie schnell wächst der? Ich weiß noch nicht. So, und was ist der hier? Das ist ein Safety Loop, sag ich mal, für die Kardanwelle. Damit die, falls sie mal abreißt, nicht irgendjemand erschlägt. Im schlimmsten Fall den Fahrer. Also ist auch laut Reglement so. Das ist Vorschrift, ja. Da kommt noch einer hinten rein. Hier. Mhm. Genau dahin. Mhm. Da läuft halt die Kardanwelle drin. Wenn die abreißt, das nicht durch die Gegend fliegt.
Und das echt, wenn so eine Kardanwelle hier irgendwie so mit 10.000 Umdrehungen dreht oder so, hält das bisschen Chromo die wirklich auf? Dreht die? Dreht 10.000 Umdrehungen? Ja, bei mir beim Audi hatte ich es tatsächlich mal ausgerechnet, wegen zum 400 fahren. Und da hätte die wirklich über 10.000 Umdrehungen. Das war schon, liegt aber auch daran, dass der eine relativ hohe Achsübersetzung hat. Aber selbst wenn sie nur 5.000 dreht. Hätte ich nicht gedacht, aber das ist tatsächlich so gebaut, dass das auch aushält. Krass. Ja, aber da sieht man mal wieder, was dieses Chromo einfach kann. Er soll ja sowieso, glaube ich, eine Carbonwelle kriegen. Und da ist das nicht so schlimm. Die löst sich quasi mehr oder weniger in Staub auf, aber ja. Klar, wenn man jetzt überlegt, 3.000 PS, man sitzt da. Ich finde immer bei so einem Gitterrohrrahmen, merkt man einfach viel, viel mehr, wie nah man an dem Ganzen dran sitzt, als in der eigentlichen Blechkarosse. Ne? Ja. Weil in der Blechkarosse ist hier zwar noch weniger Platz zwischen, so, aber es ist halt dadurch, dass du halt nicht durchgucken kannst. Aber auch bei den Autos kommt mal eine Kardanwelle durch den Fußboden durch. Ne? Ja. Dann wundert man sich, wo das Ding auf einmal herkommt. Oder die wildesten Dinger sieht man ja auch immer mit Schwungscheibe, Wandler, und die Dinger. Ne? Das ist schon gefährlich. Okay, so, ich würde sagen, an der Stelle auf jeden Fall, Paul, ihr beiden vollsten Respekt, sieht wirklich krass aus. Also kann man wirklich so, wenn man ihn jetzt so sieht, denke ich immer so ein bisschen dran, eher Offroad, fette Achse rein, ne? Ja. Und der will da hier Paris-Dakar mitfahren, so ungefähr, ne? Ja. Mit Meter Federweg, weil irgendwie dieser Heckaufbau, finde ich, hat so ein bisschen was in die Richtung. Stoßdämpfer gekauft, ja. Okay, aber jetzt geht es erstmal weiter im Arbeit. Ja. So, also das Grundkonstrukt steht schon mal und sieht jetzt schon mal schweinegeil aus, finde ich. Da hat Nils aber wieder einen rausgehauen. Und zwar, guckt, zieht euch das rein. Erstmal zwei Hülsen gemacht, wie gesagt, womit ein Rohr gebogen passend auf die obere Aufnahme geht. Dann ein weiteres Rohr gebogen, was vorne in den Längsträger geht. Schön mit einer passenden Platte zur Verschraubung. Und jetzt wolltest du final noch ein Rohr zwischenmachen. Ja, das andere ist ja, passt nicht mehr. Ne? So, jetzt haben wir uns hier eins gemacht und hatten uns gedacht, wir machen das hier unten hin. Das würde dann auch super hinpassen. Ist nur leider noch tiefer. Ja, das sind schon sehr. Genau, das wäre natürlich auch die ideale Position dafür. Leider nicht möglich. So. Und wir würden auch die Ölwanne nicht mehr abkriegen. Und das heißt, wir müssten jedes Mal. Ja. So, jetzt machen wir das hier hin, quasi vor die Ölwanne. Mhm. Aber das passt natürlich nicht ganz, weil das ein bisschen zusammenläuft. Das heißt, das müssen wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Mhm, ich glaube, einen Tucken höher, glaube ich. So. Genau. So. Ja, das müssen wir gleich mal gucken, wie, wo und was. So, zum Auto muss das sogar so, oder? Nee. Motor schief drin. Ja, das würde ich jetzt noch machen. Mhm. Und dann können wir das auch da anpassen. Okay. Wie schleifst du sowas? Ja, das machen wir vorne mit so einer schönen Schleifmaschine. Weil ganz viele im Internet, weiß ich, die würden sowas mit einer Bohrkrone bohren. Ja, haben wir früher auch gemacht, aber das lässt sich leider schlecht nacharbeiten. Und wenn man dann mit einer Flex dabei muss oder eine Feile, dann ist das einfach scheiße. Ja, bei Chromo feilt man sich dann wohl. Genau. Das ist dieses schöne Gerät hier. Dafür habe ich hier vorne verschiedene Wellen mit verschiedenen Durchmesser. Hier noch ein paar da unten. Mhm. Damit kann man das dann hier in dem Radius passend schleifen, dass dann bis auf das jeweilige Rohr passt. Da ich nicht so viele verschiedene Durchmesser habe, 4 oder 5, brauche ich auch nicht so viele Rollen. Okay, das heißt, die Rolle hat genau den Durchmesser immer von dem passenden Rohr am Auto oder wie auch immer. Ne? Genau. Wo du das halt reinstecken willst. Genau, das ist mit Schleifpapier quasi dann so, dass es auf das andere Rohr dann direkt drauf passt. Okay, gut. Wenn das mal ein bisschen unterschiedlich ist, ist nicht so schlimm. Aber mit dieser Maschine kann ich halt auch mal eben das ein bisschen nacharbeiten, so wie wir es jetzt gleich machen. Man kann das hier leider nicht mehr spannen, weil das nicht mehr lang genug ist hier, das Stückchen. Mhm. Man kann hier auch verschiedene Winkel einstellen und so weiter. Also da kann man einiges machen und es ist genauer, sauberer zu arbeiten. Ja, das ist natürlich echt cool, weil du kannst jetzt logischerweise auch hier 10 Grad einstellen und kannst dann richtig schön schräg 10 Grad in das Rohr rein schleifen. Können wir mal vorführen, direkt so, und dann kann ich das danach mal nachschleifen. Ja. So, auch die Leute, die daneben stehen, müssen sich die Augen zuhalten. Im Abstand. Ja. So, das wird hier einfach eingeklemmt. Hier ist noch eine Klemmvorrichtung. Man kann hier auch die Höhe noch verstellen, ist aber für uns erstmal nicht wichtig. So, ich mache das jetzt anders, wird jetzt ein bisschen lauter. Thank you.
Das, was da eben rot geworden ist, ist natürlich doof. Das Band ist jetzt ein bisschen stumpf, aber das ist auch das, was jetzt sowieso weggeht. Ja, also was noch abgeschliffen worden ist. Ja, ja. Das sind so die Reste. So, und das passt dann. Also krass ist, wie einfach das Ding da durchgeht, ne? Das passt dann da so schön drauf. Und dann kann man das natürlich auch super schleifen und schweißen nachher. Und das sind jetzt genau deine 45 Grad, die du auch eingestellt hast. Genau, das ist dann 45 Grad, so. Ja. Okay, und jetzt sieht man natürlich, so kriegt Nils das nämlich auch hin, dass die Nähte am Ende so schön sind, alles so geil passt, ne? Also wird es noch ein bisschen mehr abschleifen, da, das ist jetzt... Ja, aber krass, das geht ja echt durch wie Butter da, ne? Und wo wir jetzt eh gerade schon beim Fertigen sind, das Biegen. Das machst du auf dem Gerät hier. Das machen wir mit der Maschine. Jetzt ziehen wir ja mal. Die ist ein bisschen oldschool, die haben wir selber gebaut, das ist aber auch schon über 10 Jahre her. Das neue Gerät ist in Mache. Also auch wieder, wird auch wieder selber baust auch wieder? Nee, die habe ich mir tatsächlich mal gekauft, aber die ganzen Biegeprismen dafür müssen wir umarbeiten, weil in Zoll kriegst du in Europa nur schlecht. Okay, das heißt, so, wir können ja das mal einmal so grob reinhalten, wie diese Maschine das hier machen würde. Die zieht das darum, ne? Genau, das wird gezogen. Das heißt, ich packe das hier in die Maschine. So, dann kommt hier so ein Halter hin. Soll ich es mal anmachen? Ich kann ja eigentlich nichts tiefen. So. ein bisschen hier wie Baggerfahren mit dem Hebel. Wie Baggerfahren, genau. Da hast du so ein Stift, das ist quasi der Mitnehmer, der nimmt dann das Biegeprisma mit. So, der fährt dann hier hoch. Wenn ich jetzt weitermache, dann biegt er das noch weiter krumm, wir aber nicht. Verstehe. Er zieht das quasi durch dieses Prisma durch und dadurch haben wir hier die Rohrbiegung, ohne dass sie platt wird. Wenn ich das Chromoly-Rohr durch so ein Dreibein aus dem Baumarkt durchdrücke, bricht das sofort durch, das wird platt. Das heißt, du brauchst aber für jeden Rohrdurchmesser einmal die beiden Prismen und theoretisch für den Radius, den du biegen willst, auch noch. Oder biegst du da immer den gleichen Radius? Der Radius ist immer der gleiche, weil bei den großen Chromoly-Rohr für die Hauptbügel ist ein 6 Zoll Radius vorgegeben. Das heißt, ein kleinerer Radius lohnt sich nicht. Und tatsächlich ist es auch so, man kann das dicke Rohr nicht mit dünnen Radien machen, jedenfalls nicht ohne Dornbiegermaschine. Und das ist ja nun keine. Also geht das hier nur so. Und dann ist halt immer das Problem, wenn du noch eine zweite Biegung reinbringen willst, dass du dir halt genau überlegen musst, in welcher Reihenfolge du es auch biegst, ne? So sieht's aus, ja. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier hinter noch eine zweite Biegung reinbringen wollen würden, würde das noch gehen oder ist das dann schon zu spät? Das geht auch. Man muss dann halt gucken, ob das dann mit diesen ganzen Sachen noch passt. So. Maximal wäre hier. Ab da könntest du jetzt wieder den Mitnehmer ranmachen. Genau, da, wo das und dann könntest du auch dementsprechend aber auch genauso jetzt halt auch hier in die Richtung biegen. Okay. Eigentlich auch kein Hexenwerk, aber nee. Ich will nicht wissen, wie oft du dir überlegst, ich brauche einen Meter oder brauche 80. Biegst es und am Ende ist es dann doch zu lang, zu kurz und so weiter. Ja, ne? Das kommt gerade bei solchen Sachen häufig vor, wo du links und rechts einen kleinen Winkel hast, was dann irgendwo zwischenpassen muss. Es ist einfacher, sich das einmal auf ein Stück 1:1 aufzuzeichnen und dann da die Maße zu nehmen. Dann hat man das ein bisschen besser vor Augen. Ja. Da wir nun kein Computerprogramm dafür haben, geht das so. Gerade auch immer sich, also wo dann wirklich der Innenradius anfängt und so, ne? Ja. Wo du dann wirklich genau biegst, wo du das ansetzt. Okay, aber ich finde, das heißt, die Maschine kann, was ist das Größte, was du verarbeitest? 45 mm? Das 45 mm auch Chromoly, was die in Rundstreckenautos zum Beispiel fahren. Hm. Das habe ich hiermit auch schon gemacht. Mit 2 mm Wandstärke, ne? Ja. Boah. Das ist immer wieder Wahnsinn, was für Hydraulik am Ende kann so, ne? Früher habe ich da so einen Hydraulikzylinder drin gehabt von einem Motorkran. Das heißt, 90 Grad Bogen in 1/5, 100 Hübel und dann hast du abends so ein. Und das Ding zieht einfach durch, ne? Ja. Und was man halt auch immer nicht unterschätzen darf, wenn das so schön einigermaßen rollbar ist, ne, und du halt nicht immer einmal durch die ganze Werkstatt laufen musst, so ungefähr, ne, sondern das Ding halt schon mal so ein bisschen mit in die Richtung ziehen kannst. Ne. Okay, das heißt, wir, beziehungsweise Nils, passt jetzt noch das Rohr an und dann pumpen wir das an.
könnte auch ein bisschen so ein Langhantel sein, ne? Ja, eine SZ-Stange ist das. Gewicht passt auch zu mir. Ja. Nein, aber auf jeden Fall krass, wie das sieht so kinderleicht aus zum Biegen auf der Maschine, ne? Ja. Das ist wirklich so. Und Nils guckt halt drauf und ich, pass auf, jetzt zeige ich euch mal, wie gut das passt. Das ist halt wirklich, das geht halt wirklich gefühlt saugend hier ran. Und zack, sitzt die Strebe drunter. Das hat doch Gesicht irgendwie. So, das heißt, die schweißen wir da jetzt noch dran und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie durch. Ne? So. Krass, habe ich auch noch nie gesehen, dass man das einfach dann so festmacht mit so welchen Dingern. Ja, da fehlt eigentlich der NASA-Aufkleber. Ne? Soll ich dir sagen, warum das noch nicht gesehen hat? Ja? Weil wir normalerweise immer Alu oder Edelstahl verarbeiten und die nicht magnetisch sind. Ah, okay. So, ne? Sondern nur alles, was stahlmäßig ist, also Chromo, normaler Stahl und so weiter, der ist mit der beim Karosseriebau, bei Marius, da wirst du es öfter mal sehen. Okay. Auch jetzt nicht 90 Grad Winkel, zumindest nicht oft, aber nee, in dem Fall geht das so tatsächlich. Aber ich habe auch gerade erst so, dass das magnetisch ist. So, also das ist jetzt unsere Strebe hier. Die ist jetzt von der Höhe her. Noch ein bisschen runter. Ein ganz bisschen runter, genau, dass sie genau auf Ölwandhöhe ist. Dann haben wir nämlich gleichzeitig auch noch so ein bisschen so eine Art Auffahrschutz, sage ich jetzt mal, falls doch mal auf der Rennstrecke irgendwie ein halber Motorblock liegt, über den wir rüber knallen. Ja, man braucht zumindest nicht gleich die Ölwanne durch, ne? Hoffentlich nicht, nee. So, und damit sollte hier dann auch genug Platz für den Auspuff sein. Ja, das geht hier locker, so. Locker durch, ne? Und die Halter für die Stoßstangen. Ja. Oder dein Kühler. Noch, ja. Ne? Ich habe leider, Schande über mein Haupt, heute keine Waage mit. Sonst hätte ich das Ganze jetzt gerne noch gewogen. Wir haben es aber gerade mal überflogen. Es müssten so ungefähr 3 bis 4 Kilo sein. Aber ich denke, die 3 bis 4 Kilo, wenn ihr jetzt einfach seht, was das ist, so ein bisschen wie so ein Maulkorb. Aber man sieht irgendwie schon, wenn das jetzt alles richtig fest verschraubt ist, es kann halt nur Stabilität bringen. Ne? Ja. So, weil wenn sich das jetzt noch verwindet, verbiegt, das es ist irgendwie, verbinden wir jetzt einfach den hinteren Teil der Achse, der ja nur hier an der Karosse verschraubt ist, mit dem vorderen Teil, mit dem Längsträger und hier ist jetzt ja noch diese fette Chromostrebe von dir dran. Das heißt, es kann sich auch, die Längsträger können sich auch so nicht mehr großartig verbiegen. Also das muss schon, also ich glaube, das wird schon krass. Ja. Okay. Dann lass das mal anschweißen, aber ich muss mal gucken. Das ist hier vorne noch ein bisschen hoch. Fehlt noch ein Millimeter. Ja. Hey Gott. So, noch einmal. So. Wie ist das, Nils, wenn diesen Frontrahmen jetzt einer theoretisch käuflich bei dir erwerben würde, wollen würde, so muss ich es formulieren, bietest du sowas an, was du auch so Teile baust, oder ist das mehr oder weniger immer nur im Kundenauftrag? Ja, man könnte die auch bauen. In Serie. Könnte heißt, wir müssten erstmal eine Lehre dann dafür bauen. Ja. Und dann könnte man die aber schon, würdest du auf der Lehre genau genug hinbekommen, die zu bauen, dass sie dann später passt. Man könnte Muster von dem hier nehmen, davon eine Lehre machen und dann müsste das auch an alle Autos, an alle anderen Autos passen. So, die noch gerade sind vorne, ja. Noch nicht krumm. Wo kannst du grob ungefähr einen Preis sagen, was sowas ungefähr kosten würde? Ja, ich denke, mit dem Aufwand und dem Material ungefähr 400 Euro. 400 Euro, okay. Was allerdings eigentlich auch, wenn ich mir überlege, was so andere Streben für eine Arbeit kosten oder generell Domstreben und so weiter, plus es ist Chromo. Chromo kostet halt immer gleich mehr als normaler Stahl, ne? Ja, aber ist auch stabiler. Und soll was können. So, jetzt fällt mir nämlich eine Sache ein. Also, falls jemand von den Abarth-Fans unter euch, weil es sind erstaunlich viele, also das ist immer wieder krass, wie die Abarth-Szene auf diesen Umbau so reagiert. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass diese Szene überhaupt in Deutschland so groß ist. Aber das ist schon krass. Wahrscheinlich am besten kontaktieren sie entweder mich oder dich direkt. Ja. E-Mail, Telefon, immer das Einfachste, ne? Ja, einfach anrufen. Anrufen. Ja, doch anrufen hat man heutzutage ja fast am seltensten, ja, oder so, ne? E-Mail schreiben, keine Ahnung. E-Mail geht immer, ne? Auf jeden Fall an, ja. Ihr werdet euch jetzt bestimmt gleich fragen, wie wir das Ganze jemals da wieder rauskriegen wollen, wenn das Ganze jetzt verschweißt ist. Ja. Da hatte Nils aber die coole Idee, hier so schöne Schnellverschlüsse zwischenzumachen. Aber eigentlich ist es kein Schnellverschluss, eigentlich ist es nur ein Schraubverschluss, ne? Ja, so ein Rohrverbinder mehr ist das gar nicht, ne? Aber der ist so gebaut, dass er spielfrei ist. Mhm. Ich hole den mal. Der ist eigentlich extra für Überrollkäfige gedacht, ne? Ist, glaube ich, auch sogar zugelassen dafür. Ja. Genau. Das ist dieses wunderschöne
Dreh- und Frästeil mit dieser Nasenverzahnung da drin. Das heißt, dieses, wenn wir es in der passenden Größe hier hätten, dann könnten wir es jetzt fertig machen, aber den müssen wir erstmal einmal bestellen. Also Variante 1 ist die einfachste, ist, wir setzen es irgendwo hier so rein, ja, dass man es nur zerlegen kann. Ich fand es aber eigentlich noch umso cooler, dass wir es hier links und rechts reinsetzen, weil dann kann man doch mal, wenn man, keine Ahnung, einen Motor ziehen will oder wie auch immer, zur Not auch einfach nur die Strebe in der Mitte wegnehmen. Fände ich ehrlich gesagt auch ein bisschen besser. Dann ist sie weg, weil das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber diese Verbindung ist zugelassen dafür, dass sie keinen Verlust an Steifigkeit und so weiter hat. Ja. Natürlich nicht am Hauptbügel, aber so Getriebeaufhängung oder sowas hier. Teilweise auch in Türkreuzen drin, aber... Am Hauptbügel darf man aber nicht? Nee, am Hauptbügel nicht. Ein Türkreuz ist auch noch so eine Sache, ob man das unbedingt haben muss. Aber ich denke mal, vielleicht für Straße oder wirklich Truck Racing, dass man die ein- oder ausschrauben kann. Ansonsten... Ja, aber hier... Alleine hier wird es ja im Zweifelsfall schon durch die, auf jeden Fall Sinn. Auch durch die dickere Wandstärke von dem Teil gegenüber dem dünneren Rohr, was da sonst lang geht, glaube ich auch, dass es auf jeden Fall kein negativer Aspekt ist. Ne? Lässt sich auch leichter verschicken. Ja. Das ist nicht so ein Riesenkarton. Nils denkt schon weiter. Okay. Ja. Hey, dann würde ich sagen, danke Nils, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das ein bisschen zeigen konnten. Ja. Weil ich glaube, dass die Leute schon gerade bei dem GTR brennend interessiert hat, A, wie es vorangeht, B, wie das Ganze gebaut wird. Weil es halt eben nun mal nicht, also es sieht einfach aus, aber bis das dann wirklich so ist, muss man es auch so präzise bauen, sonst ist es nämlich wahrscheinlich krumm und schief. Ja, das ist halt viel Aufwand, viel Arbeit, gerade wenn das sonst noch nicht da ist. Es gibt keinen Bauplan dafür, wo man sagt, komm, das muss jetzt hier und dahin, nur noch eben die Rohre ausnotchen und zusammenbraten. Damit ist es leider nicht getan, oder zum Glück, man weiß es nicht. Wie viele Stunden sind da ungefähr schon drin? 30 Stunden alleine nur schweißen und es ist noch nicht fertig. Und ich bin jetzt 2 Monate fast jeden Tag dabei. Sagen wir mal, ich nehme 2 Wochen weg. Ja. Aber wir sind ja auch schon Mitte März jetzt. Nähert sich ja dem Ende. Aber darum ist sowas auch so teuer. Krass. Und was für ein Auto kommt danach? Weil du hast doch bestimmt schon irgendeins auf der Agenda, oder? Nabat. Vielleicht ein Dodge Coronet. Das weiß ich noch nicht genau. Dodge. Oder ein Willys. Mal gucken. Ja, cool. Da kommt bestimmt auch was Schönes. Ja, wir sind auf jeden Fall nicht zum letzten Mal hier. Und ich würde sagen, wir schweißen das jetzt noch zu Ende. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.